Moin, liebe Top-Familie und liebe The Voice-Fans da draußen, und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal und zu einem neuen und damit dem vorletzten Video von The Voice of Germany. Warum das vorletzte, kann ich euch sagen. Nächste Woche wird es für euch noch ein Abschlussvideo geben, wo ich, wie eigentlich auch die Jahre zuvor immer, auf die Staffel nochmal eingehen möchte. Deswegen will ich nicht in diesem Video, abgesehen vom Finale, nicht in eine bewertende, sag ich mal, ein bewertendes Video machen, sondern rein, was ist jetzt im Finale passiert, wer hat gewonnen, wer ist The Voice 2024, und darüber sprechen wir, über die Auftritte kurz, und über das Bewertende möchte ich nächste Woche mit euch sprechen. Deswegen schaltet nächste Woche auch am Samstag ein, und dann kommt da in dem Sinne dieses Abschlussvideo. Und um natürlich das Video nicht zu verpassen, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer zu den Videos hier benachrichtigt werdet. Und natürlich freue ich mich wie immer über eure Kommentare. Also, wir sprechen über das große Finale. Wer hat The Voice gewonnen? Darauf gehen wir ein. Am Anfang gab es auf jeden Fall ein schönes, ein tolles Opening mit David Garrett. Der ist dieses Jahr auf Tour. Ich bin am Gucken und überlegen, ob ich nicht vielleicht hingehe, wenn ich da noch gute Karten bekomme. Also sowas mal live zu sehen, ich liebe das Instrument Geige, wäre auf jeden Fall toll. Millennium Symphony Medley, bestehend aus dem Lied Survivor, Shape of You, Blinding Lights und Titanium, haben alle sechs Finalisten gesungen, während David Garrett auf der Geige spielte. Dann ging es auch schon los und alle sechs sind aufgetreten. Was ich schade finde, das muss ich hier ganz klar zugeben, das finde ich nur schade, ich gehe hier noch nicht in eine bewertende Phase, möchte ich nicht, dass das nicht geordnet war. Also warum hat nicht jeder erst seinen Siegersong gesungen, warum hat nicht jeder dann mit dem Coach gesungen und warum dann nicht am Ende eben die zwei Auftritte eben mit den Stars. Hätte ich besser gefunden. Jedenfalls, wir fangen an mit dem ersten Auftritt und der kam von der guten Ingrid. Ich habe jetzt nicht die genauen Bilder der Auftritte, deswegen ein bisschen Impro, sagen wir mal. Und Ingrid hat ihren eigenen Song gesungen, nämlich I Got More. Viel Soul, ganz Ingrid-Style, hatten wir auf jeden Fall, muss ich zugeben, sehr gefallen, das Lied. Ich habe es gefühlt und man muss einfach auch sagen, alle waren an dem Abend gut. Das muss man ganz klar so sagen. Ich kann am Ende sagen, auf jeden Fall, für wen ich gestimmt habe. Ihr könnt ja auch gerne in die Kommentare schreiben, für wen ihr gestimmt habt. Zumindest, so habe ich es gemacht, in der Join-App. Ich habe jetzt nicht angerufen oder eine SMS geschickt. Das habe ich nicht. Aber jedenfalls, Ingrid, tolles Lied. Ganz ihr Style auf jeden Fall. Als zweites dann ihren eigenen Song gesungen hat die gute Katrin aus Team Mark, und zwar Another Forever. Am Anfang erstmal nur wieder holprig, aber schön gesungen, berührend, hat mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen, stand ihr, weil es auch ebenso eben diese gewissen Höhen wieder hatte. Diese Töne und Songs liegen ihr einfach, das hat man in der Staffel gemerkt. Deswegen hat mich das auf jeden Fall sehr gefreut, dass der Song und auch der Auftritt viel besser war, natürlich, als der Halbfinalauftritt der letzten Woche. Dann machen wir kurz so, weil mehrere aufgetreten sind, denn dann sind Emily, König, Jennifer Lynn und Samu Haber gemeinsam aufgetreten und haben von Tom Odell Another Love gesungen. Ich hasse dieses Lied. Ich muss es ganz, ganz so sagen. Ich hasse dieses Lied. Also, es ist wirklich so. Es gibt gewisse Songs. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber ich denke, es gibt so eine Handvoll Songs, die ich wirklich überhaupt nicht mag. Und das, dazu gehört Another Love. Warum? Dieses Lied wird viel zu oft gesungen. Irgendwie bei The Voice oder woanders viel zu oft im Radio gespielt. Dieses Lied ist für mich so ausgelutscht in dem Sinne. Ich kann dieses Lied einfach nicht mehr ab und nicht mehr hören. Deswegen, es war natürlich schön. Ich habe zwar so, sag ich mal, kurz auch die Symphonien gehört, wie die so alle gemeinsam gesungen haben. Jennifer natürlich auch am Klavier eben.
Und das war's, dann habe ich abgeschaltet, weil ich kann diesen Text und dieses Lied nicht hören. Muss ich leider so sagen. Dann haben Sebastian, Zappel und Yvonne gemeinsam gesungen und haben 4-5 Seconds von Kanye West und Rihanna gesungen. Ich glaube, das Lied habe ich erst einmal gehört. Ich fand schön, wie beide es gesungen haben. Was ich nur immer schade finde bei Sebastian ist, dass er nicht ein bisschen mehr Druck, mit ein bisschen mehr Druck singt. Das ist immer so ein bisschen behaglich, so ein bisschen zögernd, ein bisschen zurückhaltend. Ein bisschen kräftiger, dann ist das auch wirklich stark. Dann hat gesungen die gute Jenny, und zwar Jenny Hohlbauch, aus Die Mark ihren eigenen Song, nämlich Vergessen, mein Herz zu brechen. Wow, habe ich da gedacht. Wow, also was ein schöner, berührender Song. Ich hatte eine Gänsehaut, also mir hat dieser Song extremst gut gefallen. Ich fand ihn textlich, ich fand ihn gesanglich mega schön anzuhören. Also Hut ab, also das war eine wirklich sehr, sehr schöne Performance. Dann gab es den ersten Star-Auftritt, nämlich mit Ray Dalton. Da sind aufgetreten Jennifer, Ingrid und Katrin. Und die haben dann mit ihm seinen neuen Song The Unknown gesungen. Cooler Song, cooler Song. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Vielleicht höre ich mir den auch nochmal privat an. Jeder konnte dann seine Stärken auf jeden Fall zeigen. Ein bisschen untergegangen, finde ich, in dem Lied ist irgendwie rein vom Gefühl Ingrid. Ingrid ist da so ein bisschen untergegangen. Also Jennifer hatte da ihre, sag ich mal, Momente, dem Lied mit zu glänzen. Und auch eben Katrin. Bei Ingrid habe ich so gedacht, ja, okay. Aber irgendwie war mir das ein bisschen von ihr und was man sonst kennt, ein bisschen zu wenig. Dann kam der eigene Song von ihm hier, von dem guten Sebastian Zappel. Er hat dann sein eigenes Lied gesungen, und zwar Pretty Things. Schöner Song, schöner Text. Hat mir auf jeden Fall vom Text sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich finde, er hat eine wunderschöne Stimmfarbe. Wirklich eine schöne Stimmfarbe. Er war ja auch der einzige Junge, muss man ja auch sagen, eben im Finale. Aber ein bisschen mehr Druck. Ich sag's nur mal wieder. Warum nicht ein bisschen mehr Druck? Das hätte mir gereicht. Aber trotzdem, so ab, sag ich mal, wirklich ab der ersten Strophe und dann dem zweiten Chorus war das wirklich dann stark bis zum Ende auch gesungen. Es ist immer so eher dieser Beginn, der so ein bisschen vag ist, so ein bisschen, ich nähere mich dem mal an, so gefühlt. Aber das war auf jeden Fall auch ein schönes Siegerlied, das muss man ganz klar sagen. Dann sind gemeinsam aufgetreten Katrin, Jenny und der Coach Mark und haben gesungen, du trägst keine Liebe in dir von echt. War natürlich ungewohnt für Katrin, natürlich Deutsch zu singen. Ich finde aber trotzdem, sie hat es gut gemacht. Natürlich ist eben ihre gewohnte, sage ich mal, oder präferierte Sprache beim Singen eher englische Lieder. Wissen wir ja natürlich. Aber trotzdem muss ich zugeben, hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Da stand ja auch gut das Lied. Das klang sehr schön zusammen, wie alle drei oder auch zwei immer jeweils gesungen haben. Hat mir das auf jeden Fall wirklich gut gefallen. Dann kam der eigene Siegersong von Emily. Emilys eigener Song heißt Last Girl Standing. Schönes Lied. Hatte eher so ein bisschen dieses etwas peppige, sage ich jetzt mal. Von allen, das kann ich schon mal sagen, von allen Siegersongs, muss ich zugeben, war das für mich der schwächste. Das sage ich hier schon mal so, wie es ist. Also da haben ja alle anderen fünf besser gefallen. Dennoch stand ihr, sie hat den Song gelebt und das ist ja auf jeden Fall die Hauptsache, dass man ja eben von seinem eigenen Song überzeugt ist, dass man den mit voller Inbrunst singt. Und das hat man ihr auch angesehen. Dann haben Ingrid und Kamrat gemeinsam gesungen, nämlich One von U2. Schönes Lied, habe ich lang nicht mehr gehört. Von daher war es schön, auch mal wieder das Lied zu hören, von den beiden eben im Duett. Hat mir auf jeden Fall wirklich sehr gut gefallen. Beide haben das toll gemacht.
Vor allem kam gerade auch mal so mit Ingrid dann zu hören. Das war auf jeden Fall ein schöner Moment. Und dann kommen wir natürlich noch zum eigenen Song von der guten Jennifer Lynn. Sie hat nämlich ihren eigenen Song gesungen, nämlich Light the Sky. Den Song hat sie schon vor über 10 Jahren so in etwa geschrieben, aber nicht irgendwie veröffentlicht. Und jetzt hat sie den mit Produzenten irgendwie dann, sag ich mal, vielleicht nochmal so ein bisschen vielleicht bearbeitet und dann auch eben aufgenommen. Und das ist eben ihr Siegersong, Light the Sky. Und war auf jeden Fall schön, schöner Song. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, wie sie den gesungen hat, mit viel Emotion. War auch, finde ich, schön emotional. Von daher, schöner und starker Auftritt. Und am Ende ist dann noch aufgetreten Callum Scott mit Jenny, Emily und Sebastian. Und die haben einen meiner absoluten Favorite Songs, muss ich zugeben, gesungen in diesem Jahr. Vielleicht mache ich dazu noch ein Video, wenn ihr das wollt. Ich habe über 1600 oder fast 1700 Lieder auf meinem Handy. Ich weiß gar nicht, wie viele ich dieses Jahr heruntergeladen habe. Aber vielleicht mache ich mal ein Video, welche Lieder ich dieses Jahr für mich gefunden habe. Und unter anderem eben Roots von Callum Scott. Und damit ist nicht das Lied Roots von der guten, hier, wie heißt sie jetzt nochmal? Jetzt komme ich nicht auf Alice Merton gemeint, sondern eben das ja von Callum Scott. Das hat Pfiff, das ist schnell. Du kannst da einen guten Line Dance zu tanzen, muss ich zugeben. Deswegen gefällt mir dieser Song wirklich gut. Alle vier haben das toll gemacht. Sebastian, finde ich, hatte sehr, sehr starke Parts. Emily und Jenny zusammen als Duo, wie die das gesungen haben, fand ich auch wirklich stark. Jeder hatte da auf jeden Fall seine Stärken. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja, und dann kommen wir zum finalen Ranking. Auf dem 6. Platz mit 8,17% kam Ingrid. Sehr überraschend für dich. Sehr überraschend, hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Wenn ich ehrlich bin, also ich hatte so mein Ranking hier gemacht. Ich sage euch gleich noch, für wen ich gestimmt habe, nachdem wir hier gleich den Sieger nochmal uns angesehen haben. Jedenfalls, ja. Ingrid, noch nicht mal 10%. Und insgesamt 6% fast Rückstand. Eben auf Platz 5. Das finde ich dann schon krass, weil rein vom Gesang her ist sie Top 2 oder Top 3. Das muss man ganz klar so sagen. Dann kommen wir zu Platz 5. Und auf Platz 5 ist gekommen die gute Katrin. Auch sehr überraschend. Die jüngste Kandidatin auf Platz 5 mit 14,06% hat mich sehr überrascht. Auch hier. Also vor einigen Wochen haben wir noch gesagt, das sind die beiden, die sich um den Sieg konkurrieren. Pustekuchen. Beide belegen Platz 5 und 6, eben die letzten beiden. Und das fand ich schon zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr überraschend. Dann auf Platz 4 mit 14,53% ist gekommen die gute Emily. Krass. Also mit Emily hätte ich, bin ich ehrlich, zwischen Platz 4 und 6 gerechnet. Platz 3 hätte ich nicht gedacht. Aber wir wissen ja, welche drei übrig geblieben sind. Und ich muss zugeben, mit einem gewissen Namen hätte ich auch nicht in der Top 3 gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Und damit meine ich nicht nur natürlich das Finale gesehen, sondern auch alles betrachtet. Aber Emily 4 bis 6 habe ich mit gerechnet. Ich habe sogar auf Platz 6 mit ihr ein bisschen gerechnet, muss ich zugeben. Aber 14,53 und damit eben Platz 4. Kommen wir also zu Platz 3. Und auf Platz 3 ist gekommen der gute Sebastian Zappel. 14,98, fast die 15%. Ich habe mit Sebastian und Emily habe ich zwischen Platz 4 bis 6 irgendwie gerechnet. Habe ich irgendwie mit gerechnet.
Katrin, muss ich zugeben, hatte ich bei mir, obwohl sie natürlich in der gesamten Staffel über stark gesungen hat und eigentlich mit zu den Favoriten galt, war bei mir nur, muss ich zugeben, auf 4. Heute, muss ich zugeben. Deswegen. Aber da, ich finde es insgesamt dann doch sehr, sehr überraschend, dass Sebastian dann noch eben Dritter wurde. Bleiben also noch zwei übrig, nämlich zwei Jens, nämlich Jenny Holbauch und Jennifer Lynn. Auf Platz 2 gekommen ist Jenny Holbauch. Jenny, für mich muss ich zugeben, ich habe für sie gestimmt. Also für mich war sie tatsächlich The Voice of Germany 2024. Sie hat so von hinten aufgeräumt, muss ich zugeben. Sie war wirklich so dieser Underdog, die sich von hinten nach vorne gekämpft hat, die einen tollen Siegersong hatte. Für mich den besten Siegersong meiner Meinung nach. Aber gewonnen und damit Platz 1 ist tatsächlich, hier die gute Jennifer Lynn. Ich bin ehrlich, hätte ich nicht mit gerechnet. Hätte ich null mit gerechnet. 29% hat Jennifer, 18% hat Jenny. Also das sind 11% Unterschied. Und da merkt man einfach auch mal wieder, wenn man so sich vergangene Staffeln anschaut. Und das gefällt mir aber auch wieder an der Staffel, aber ich möchte noch nicht so ins Bewertende gehen. Ich will nur so viel sagen, dass jetzt eben eine gestandene Frau, die mit der Musik aufgehört hat, wegen einer Familie und dann jetzt wieder angefangen hat, gewonnen hat und eben so junge Talente wie Jenny, wie Katrin, Emily, Sebastian, die sind so eben im Mittelfeld oder dahinter gelandet. Also, ich gönne ihr den Sieg allemal, auch gerade mit dem Lied Light the Sky. Für mich, wenn es nur nach mir gehen würde, ich hätte es Jenny am meisten gegönnt. Aber Jennifer war bei mir tatsächlich auf Platz 3, muss ich zugeben. Sie war bei mir auf dem dritten, Katrin, wie gesagt, vierte, zwei, Ingrid. Ingrid hab ich irgendwie auf Platz 2 mitgerechnet. Fünf Sebastian, sechs Emily. Das war tatsächlich so mein Ranking. Aber Jennifer hat gewonnen, damit auch Team Samu das dritte Mal gewonnen und damit ist er aktuell auch Rekordsieger. Ja. Rekordsieger. Er hat so gesehen jetzt die Fantas abgelöst, die ja auch schon zweimal gewonnen haben. Ansonsten gab es keinen, der sonst auch. Ja, doch, zweimal hat Ray gewonnen. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Von daher, ja, damit ist Samu in dem Sinne aktuell Rekordsieger als Coach von The Voice. Ja, meine Lieben, das war dieses Video. Hättet ihr damit gerechnet? Hättet ihr gedacht, dass Jennifer Lynn gewinnt. Sie ist da ja auch zusammengebrochen. Sie hat null damit gerechnet. Also es sei ihr wirklich vom Herzen gegönnt. Nächste Woche kommt dann ein Abschlussvideo, wo ich nochmal auf die gesamte Staffel eingehe. Wie hat mir die Staffel gefallen? Was hat mir gefallen? Warum hat es mir gefallen? Was hat mir vielleicht nicht gefallen? Und da gehen wir nächste Woche nochmal im Detail drauf ein. Deswegen, das hier, meine Lieben, war aber das Video zum großen Finale. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, dann zeigt es mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder oder vielleicht auch schon morgen, wenn wir dann, wenn ihr auch heute Abend The Masked Singer guckt. Deswegen, ja, das war's von mir aus. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie und The Voice-Fans da draußen. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Und tschüss.